Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Peter Sievers. Peter Sievers. Arbeite als System Engineer für die Firma Juniper und widme mich heute dem Thema ein bisschen der Automatisierung. Mal etwas Brauchbares als vielleicht das, was häufig in der letzten Zeit unter dem SDN-Deckmantel verkauft wird, also nutzbare Schnittstellen. Ich versuche es ein bisschen generell zu halten, dass es nicht zu sehr auf unsere Produkte abfärbt, sodass jeder, der auch nicht unsere Produkte einsetzt, etwas mitnehmen kann. Aber natürlich die Beispiele, die ich am Ende anfüge, sind natürlich in Verbindung mit Junos beispielsweise von uns, wie wir dort welche Schnittstellen zur Verfügung stellen. Als erstes bin ich nicht alleine hier. Ich habe mir Unterstützung aus Springfield besorgt. Gerade zu dem Thema Automation gibt es da eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ich weiß nicht, Sekunde. Aus Funk und Fernsehen bekannt, der Typing Bird, durfte seine ersten quasi Erfahrungen im Energiesektor sammeln für nukleare Forschung. Ich denke, die meisten von euch kennen den vielleicht. Ich denke, das könnte das Bild des Netzwerkadministrators in Zukunft sein. Nein, das war nur ein kleiner Spaß. Also im Endeffekt. Bitte? Das fehlt da das Management von uns. Genau. Das ist das, was das Management im Endeffekt uns anzeichnen will. Ich denke, im Vortrag wird klar, dass es nicht so einfach ist und man einfach einen, sagen wir mal, Netzwerkadministrator durch irgendeinen dummen Vogel ersetzen kann. So, kurz über die Agenda. Also generell, die Abgrenzung von Automation ist ein wichtiger Punkt. Dann, wie haben wir das bei uns im Junos umgesetzt? Standardisierte Schnittstellen über Netcopf und Young, die halt auch andere Hersteller unterstützen. Dann gehe ich kurz auf IT-Frameworks ein aus dem Open-Source-Bereich. Puppet Chef und Ansible als Beispiele. Also der Vortrag hat mit Sicherheit keine Vollständigkeit, deswegen da gibt es noch weitere Tools und Möglichkeiten, die Building Blocks und ja, dann kommen wir nachher zu den Examples. Wie gerade schon gesagt, das ist das, was das Management wahrscheinlich denkt, aber vielleicht auch so ein bisschen die Denkweise, die sich vielleicht verändern sollte in Zukunft, wie wir heute oder in Zukunft Netze programmieren. Die Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen, einfach mal einzusetzen und vielleicht nicht immer alles per CLI zu erledigen, sondern eben auch über die APIs vielleicht unsere Systeme oder andere Systeme anzusteuern, einfach die Tasks, die ich reproduzieren kann, auch zu reproduzieren und nicht alles das Rad einmal neu zu erfinden. Das ist ein Kernpunkt. Wenn wir generell über Automation und Programmability uns das anschauen, wie hängt das überhaupt zusammen? Also erstmal, um was Programmierbares zu haben, brauche ich natürlich ein Core-System, was mir generell Funktionen bereitstellt und diese auch kontrolliert. Auf der anderen Seite müssen programmierbare Interfaces verfügbar sein, also Schnittstellen, APIs, über die ich auf das System zugreifen kann. Und ich muss am besten noch in der Lage sein, diese Schnittstellen zu erweitern. All das ermöglicht mir erst die Automation. Das heißt, ohne diese Programmability wird es nicht wirklich eine gute Automation gehen oder es führen halt ja, sehr unglückliche Wege zum Ziel dann. Generell bei der Automation können wir natürlich auch verschiedene Phasen. Es geht nicht nur immer darum, die Config zu deployen. Natürlich ist es ein Part, da nenne ich auch schon mal einige Tools, die halt dafür zur Verfügung stehen. Ein weiterer wichtiger Pfad ist natürlich auch, das Netz zu operieren und da die entsprechenden Schnittstellen zu nutzen. Also klar, SNMP ist, denke ich, das weit verbreitetste, aber auch im Audit-Bereich oder im Operations-Bereich kann ich natürlich Netconf benutzen, ich kann Scripting, Onbox, Offbox benutzen und ich kann natürlich Schnittstellen, die wir als Hersteller zur Verfügung stehen, auch direkt ansteuern, ohne ja, das Rad neu zu erfinden. Und natürlich, wenn ich ein neues Netzwerk deploye, das ist jetzt im Transportbereich vielleicht nicht ganz so übertragbar, aber gerade im hochskalierenden Datacenter-Bereich, wenn wir über IP-Fabrics sprechen, wo der Tom Eicher nachher auch zu sprechen wird, ist es natürlich sinnvoll, dass ich nicht hunderte von Switche manuell konfiguriere, sondern dass ich einen Mechanismus habe, der mir automatisch diese Switche, also Zero-Touch-Provisioning, diese Switche konfiguriert. Dazu gleich ein kleiner Use-Case, eben die Build, der Build-Use-Case. Ich habe einen Zero-Touch-Provisioning-Server, da läuft beispielsweise noch Ansible drauf, da läuft ein TFTP-Server mit drauf, da läuft ein DHCP-Server mit drauf. Im Endeffekt meldet sich der Switch automatisch per DHCP an einem DHCP-Server, der sendet ihm eine IP-Adresse und natürlich ein paar Attribute, wo er seine Software findet, wo er sein Image findet und betankt sich dann im Endeffekt automatisch. Ist eine Variante. Ein anderes Projekt von uns, was auch
auf GitHub veröffentlicht wurde, ist OpenCloth. Also die meisten Beispiele, Skripte, die ich heute noch im Verlauf der Präsentation zeigen werde, sind auch alle öffentlich auf GitHub verfügbar. Also im Endeffekt wäre das die Bildphase am Beispiel von einem Datacenter sehr automatisch. Da muss keiner mehr der Switch im Endeffekt kommt aus der Verpackung raus, da muss keiner mehr vorher Hand anlegen und diesen irgendwie mit einem Config deployen, wenn ich natürlich die Umgebung habe mit diesen entsprechenden Tools. Der zweite Punkt ist Configuring. Das machen wir hier auch anhand Beispiel vom Ansible-Server. Sie sehen, Ansible ist einer der Tools, die uns anscheinend auch sehr gut gefällt und deswegen bringen wir auch sehr viele Beispiele mit. Auch meine Beispiele nachher basieren alle auf Ansible. Ist, glaube ich, mittlerweile von Red Hat gekauft worden, wenn ich richtig informiert wurde. Ob das jetzt irgendwelche negativen Auswirkungen hat oder positive, mal dahingestellt. Also als ich die Präsentation vorbereitet habe, war es noch Open Source und man konnte sich das runterladen und benutzen und deployen. Der Ansible-Server verwaltet sogenannte Playbooks. In diesen Playbooks ist unter anderem hinterlegt, was genau auf den entsprechenden Webservern zum Beispiel laufen soll, auf dem Datenbankserver, aber auch was auf den Netzwerkgeräten im Endeffekt läuft. Der letzte Punkt ist Operate. Dann Operate ist, ich habe beispielsweise Onbox-Skripte laufen oder SNMP-Event-Skripte laufen, die halt zyklisch überprüfen, ob irgendein Event, Port down, OSPF-Neighborship down oder irgendwas in dieser Art eintritt, das melden, reporten automatisch an einen Ops-User und im Endeffekt mit viel Glück gibt es sogar ein selbstheilendes Skript oder was auch immer, Hand auflegen, irgendwas wird es schon geben, dass es diesen Fehler behebt und sehr automatisch, sodass ich nicht stundenlang debuggen muss. Komplexe Probleme lassen sich natürlich so nicht lösen, also das ist nur der Idealfall und soll ein bisschen überspitzt dargestellt sein. Kommen wir generell zur Automation. Da müssen wir auch natürlich unterscheiden in verschiedenen Blickwinkeln oder Breiten. Gerade unter dem SDN-Deckmantel tun sich ja auch eine Menge Projekte auf. OpenStack, VMware hat eine Lösung. Wir haben unser TunaSpace SDK und es gibt X, you name it, andere Varianten der kompletten Automation, die halt nicht nur das Netzwerk betrachten, sondern halt auch den Compute-Teil und den Storage-Teil. Zudem kommt natürlich die reine Netzwerkautomation, Contrail von uns oder OpenFlow oder OpenDaylight, halt andere offene Ansätze, um das Netzwerk, einen Abstraction-Layer zu bilden, um das Netzwerk zu automatisieren mit den entsprechenden Schnittstellen. Und es gibt die reine Plattformautomation, wo es wirklich darum geht, den Switch, den Router, die Firewall oder das Endgerät mit entsprechenden Informationen zu betanken und auszulesen, also den kompletten Lifecycle. Heute kümmern wir uns mal ein bisschen mehr lediglich um die Plattformautomation. Alles andere ist mir gerade ein bisschen zu weit weg oder ist noch sehr viel Roadmap auch über die Integration solcher Ansätze, damit die einen stabilen Zustand erreichen. Gucken wir uns das Thema Automation mal bei uns im Junos-Betriebssystem an. Ich denke, einige von euch kennen ja Junos oder setzen ja auch Juniper ein, deswegen ist es nicht ganz unbekannt. Wir haben schon relativ von Beginn an ein XML-RPC-Interface als API. Das war noch eher da, das wissen die meisten nicht, als die CLI. Also Junos war von vornherein so ausgelegt, dass man per API auf Junos zugreift und nicht per CLI jetzt alle Befehle reinhackt. Zudem gibt es eine Netconf-Schnittstelle, über die ich halt auf das Gerät zugreifen kann. Young ist jetzt die von der IETF standardisierte Version, wie ein Datenschema auszusehen hat, ist noch ein bisschen, sagen wir mal, lesbarer und soll natürlich herstellerübergreifend nachher die Möglichkeit bieten, dass ich nicht für jeden Hersteller wieder individuell Interface-Konfiguration, IP-Konfiguration anlegen muss, sondern über Young das als standardisierter Ansatz zum Netzwerkgerät hin als Datascheme funktioniert. Wir haben XML-RPC voll umgesetzt, Young ist teilweise für den Config-Mode umgesetzt, Operational haben wir noch einige Dinge, die wir einfließen lassen müssen, sehen wir nachher auf der nächsten Folie. Heute konzentrieren wir uns sehr auf unserem PyEasy-Framework und RubyEasy, zwei Libraries, die wir über das Junos SDK bei uns ins Junos haben einfließen lassen, die sind quasi direkt nutzbar und können in Verbindung dann beispielsweise mit Ansible, Puppet oder Chef, das sind jetzt mal die klassischen Dinge, aber auch reine Python-Skripte, die ich halt nutzen kann, um auf diese Libraries sehr einfach und flexibel zuzugreifen. Das Ziel ist am Ende, dass nicht jeder Netzwerker zum Programmierer werden muss, um halt diese flexiblen Schnittstellen zu nutzen. Es kommt noch ein neuerer Ansatz, den wollte ich nur kurz erwähnen bei uns rein, das ist Jet API. Das ist quasi ein etwas generischer Ansatz, sodass man auch über andere Programmiersprachen wie Java oder C nachher auf das Junos zugreifen kann. Und das nicht so, dass man halt es für jedes Junos wieder neu kompilieren muss, sondern das ist ein etwas generischer Ansatz, sodass es auch versionsübergreifend nachher problemlos funktionieren soll.
das der Vollständigkeit halber, um halt weitere Programmiersprachen direkt zu unterstützen. Zudem kommt noch eine REST API als Schnittstelle direkt rein, also für alle die, die jetzt RESTful hat sich gerade in diesen Cloud-Umgebungen und SDN-Umgebungen sehr durchgesetzt und deswegen ist es, denke ich, natürlich, dass die Endgeräte auch mit so einer API ausgestattet werden. Zudem möchte ich kurz noch Slack erwähnen, das ist halt unsere eigene Skriptsprache, Juna-Skriptsprache, mit der man halt verschiedene Skripte on-box und off-box durchführen kann. Wird zusätzlich noch, da steht schon Python drauf, direkt auch ein Python-Interpreter bei uns ins Junos einfließen mit 16.1, also ab nächstem Jahr kann man halt auch nicht nur Slacks, weil das ist nicht jedermanns Sache, wenn wir nachher ein paar Beispiele sehen, sehen wir auch warum, sondern auch direkt mit Python-Skripten auf der Box arbeiten. So, kurz Netconf und Netconf von Yang. Netconf ist das Protokoll, wie ich auf das Gerät zugreife. Gibt halt eine Client-Server-Session, der Client announced seine Capabilities, sagt, was er unterstützt und der Server quasi antwortet ihm oder der Client erfragt die Capabilities des Servers und der Server antwortet. Netconf kann über SSH laufen, sodass es halt auch ein gesicherter Channel ist, also über SSH-Transport. Im Endeffekt die Daten, die übertragen werden, ja, sind bei uns einerseits XML-APC-Calls oder halt neu standardisiert das Yang-Modell, somit eben, dass man das Rad für verschiedene Hersteller nicht immer wieder neu erfinden muss. Wie sieht es bei uns im Junos aus? Ah, zum einen, Netconf ist eben in der IETF standardisiert mittlerweile, genauso wie Yang und Netconf ist voll unterstützt. Das ist kein Problem, da waren wir beispielsweise, ich meine, wir haben es ja mitentwickelt, deswegen ist es kein Wunder, dass wir das im Junos komplett drin haben und beim Yang ist es so, mit 14.2 eben haben wir das Configuration Scheme, das wir unterstützen und mit 15.2, muss ich jetzt Fußnote 16.1 sagen, kommt halt das auch noch für Operational mit rein. Auf allen Plattformen, also überall da, wo Junos läuft. Nicht auf Netscreen oder sowas. Was für IT-Frameworks haben wir als Beispiel, die wir jetzt verwenden können? Zum einen wollte ich kurz Puppet vorstellen, weil Puppet sich, ich weiß nicht, vielleicht setzen einige von euch auch Puppet ein. Wir haben einen Puppet-Agent auf unsere Junos-Device gebracht, der quasi mit dem Puppet-Master, Puppet ist halt eine Client-Server-Anwendung, kommunizieren kann per SSL mit der NetDev-Schnittstelle, die wir als Plugin dem Puppet-Master zur Verfügung gestellt haben, kommunizieren kann. Und über diese Schnittstelle kann ich halt Layer 2 Informationen konfigurieren, WLANs, Interface, also sagen wir mal Basic Sachen, die ich vielleicht im Datacenter benötige, aber keine Rocket Science Features. Also das ist halt immer mit Vorsicht zu genießen, was für Konfigurationsschnipsel theoretisch damit direkt konfigurierbar sind. Nur der Vollständigkeitshalber eben dafür brauche ich auch den Ruby Interpreter, also den wir ins Junos reingebracht haben, auch. Der Agent kommuniziert im Endeffekt danach über die Netconf-Schnittstelle mit dem eigentlichen Junos. Kurz Chef ist eigentlich ähnlich, auch Client-Server-Architektur. Es gibt einen Chef-Client, der bei uns auf der Maschine läuft. Es gibt einen Chef-Server, die kommunizieren miteinander. Im Endeffekt kriegen wir über den Chef-Server dann die Konfigurationsparameter, die wir dann ins Junos umsetzen. Also sehr ähnlich. Anders verhält sich das ein bisschen mit Ansible. Ansible ist clientless, das macht es, denke ich, auch so populär. Das heißt, ich muss nicht noch irgendwelche Clients auf die Maschine bringen, um das zu nutzen. Ich muss natürlich im Ansible ein Modul zur Verfügung stellen. Also wenn ihr Ansible installiert, gibt es halt ein spezielles Modul für unsere Junos-Libraries, mit denen ich folgende Funktionen unterstützen kann. Das sind so die Basics, die man braucht, eben, dass ich ein anderes Betriebssystem installieren kann, dass ich die Maschine rebooten kann, dass ich Config hochladen kann, overwriten kann, dass ich mir so ein paar Facts auslesen lassen kann, wie Betriebssystem, Seriennummer etc. und dass ich das System runterfahren kann. Das sind sehr einfach zu nutzende Libraries, komme ich gleich in meinen Beispielen nochmal genauer darauf zu sprechen. Im Endeffekt kommuniziert dann der Ansible Server über die Netconf-Schnittstelle beispielsweise über SSH getunnelt mit den entsprechenden Routern, Switchen, Firewalls, was auch immer. Die Sprache, in dem die Playbooks, also der Ansible Server, Playbooks sind sogenannte Files, in dem so ein bisschen drin steht, was die Aufgabe ist, was zu tun ist, ist YAML. YAML ist sehr einfach zu lesende Sprache, Scheme, Data Scheme, sehr lesbar, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit JSON, also wer sich damit schon beschäftigt hat, der wird sich in YAML sehr leicht zurechtfinden, weil es halt menschenlesbar ist und ich nicht sehr kryptisch damit umgehen muss. Deswegen hat sich das da sehr durchgesetzt. Kommen wir zu den Building Blocks bei uns im Junos. Ich hatte es schon zweimal angesprochen. Wir haben natürlich die Möglichkeiten, ein Onbox-Automation machen. Da haben wir sogenannte Commit-, Opt- und Event-Scripts.
der Name sagt im Endeffekt schon, wofür das ist. Event-Scripts sind eventgesteuert, das kann ein alles mögliche Event sein, also Interface down, OSBF-Nachbarschaft weg, BGP-Nachbarschaft weg, Anzahl an Routen gelernt. Und dann kann ich halt ein selbstgeschriebenes Skript ausführen, das mir vielleicht ein paar mehr Informationen liefert, als einfach nur ein SNMP-Trap für Interface down oder Neighbor down. Also im Endeffekt für den Betrieb oder den Audit einer Box relativ hilfreich. Ob Scripts sind, ja, wenn ich nicht zufrieden bin mit einem Output von irgendwelchen Showbefehlen, die wir zur Verfügung stellen, habe ich die Möglichkeit, mir eigene Ops-Skripte zu schreiben, damit ich den Output anders parse. Wenn ich halt Cisco gewöhnt bin und den Output haben möchte wie Cisco, ist es durchaus möglich, mit einem entsprechenden Ops-Skript den Output so zu parsen, dass es die gewohnte Art und Weise ist, an Informationen zu kommen. Und Commit-Skript ist so ein bisschen, halte ich für eine sehr sinnvolle Anwendung, prüft halt am Ende auf syntaktische, beispielsweise auf Syntax in der Config, beispielsweise sehen wir nachher ein Beispiel von mir, wo ich einfach die MTU-Size prüfe auf dem Core-Interface, dass die halt richtig gesetzt ist. Wenn sie nicht richtig gesetzt ist, gebe ich halt eine Warnung aus, damit derjenige, der es konfiguriert hat, auch gleich weiß, dass da die OSPF-Nachbarschaft oder ISIS-Adjacency wahrscheinlich nicht hochkommen wird, um einfach ein bisschen mehr Sicherheit in die Config zu haben. Oder einfach, wenn da jemand komplett Blödsinn konfiguriert, dass einfach gewisse Intelligenzen abgebildet werden über dieses Skript, das checkt, okay, auf einem Customer-Facing-Interface hat das der Parameter nicht zu suchen. Oder es sollte, wenn man sowas wie APF-Checks oder sowas haben, sollte halt auf Customer-Facing-Interfaces sowas ja aktiv sein, damit wir halt dieses Thema Spoofing und DDoS ein bisschen besser in den Griff kriegen, dass das vielleicht gesetzt ist, und solche Sachen sollten halt einfach geprüft werden. Also das sind die On-Box-Möglichkeiten. Slacks hatte ich schon mehrfach erwähnt, ist halt die Skriptsprache, die da passend für ist. Ist nicht jedermanns Sache, ist ein bisschen angelehnt von der Syntax an C und geht in diese Richtung, und vom Schema her basiert es auf XML oder XLST Data Schemes, die nichts weiter sind als auf XML basierend sind. Das Ganze kann ich auch Offbox machen, dazu stellen wir Skripte, JSNAP heißt das, zur Verfügung, dass ich halt auch theoretische Config-Änderungen Offbox, also eben auf meinem Rechner oder auf einem Client, testen kann, ohne das immer gleich auf dem Router oder System testen zu müssen. Das nur kurz zur Sprache erwähnt. PyEasy hatte ich schon mehrfach erwähnt, ist ein Python-Framework von uns, wo wir halt die Schnittstelle, eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, um über Python sehr einfach gewisse Funktionen aufzurufen. Wir sehen gleich ein Beispiel, warum es PyEasy heißt. Das hat nämlich durchaus einen Grund, dass es easy dahinter steht. Also das ist wirklich was, wo man sagen muss, dafür muss ich jetzt nicht zwingend mehr Programmierer sein, aber klar, ein bisschen mehr reindenken muss ich schon, damit ich das nutzen kann. Das sehen wir nämlich, wenn ich quasi ein normales Skript schreibe, um auf die Maschine mich einzuloggen und per Showversion ist es, glaube ich, rauszugucken, sind es halt 48 Lines raw in Python geschrieben, benutze halt SSH dazu, ein paar Libraries, die natürlich auch Paramico als SSH-Library, um halt auf die Box zuzugreifen, sind 48 Lines. Wenn ich das Ganze mit den NC-Client, das ist eine andere Library, die jetzt, ich glaube, die kommt nicht von uns, muss ich nachschauen, wer die geschrieben hat, ist es schon ein bisschen kürzer, da sind es dann, glaube ich, nur noch 19, genau. Und wenn ich jetzt das Ganze, das Gleiche über die PyEasy machen möchte, dann sind es im Endeffekt nur noch 7 Lines und das ist sehr lesbar. Also im Endeffekt, genau, das ist, um unsere Library, auf unsere Library darauf zugreifen zu müssen, brauche ich halt dieses from juniper.junos import device. In device definiere ich mein Host, Username und Password. Dev open öffnet halt den Kanal, macht die Netconf-Session aus und im Endeffekt mit print dev facts hole ich mir halt die Informationen von der Box raus. Und das ist, denke ich, sehr nutzbar und sehr einfach umzusetzen, ohne jetzt sich groß mit Programmierung auseinanderzusetzen. Zwei relevante Templates, die eine Template-Sprache und eine datenbeschreibende Sprache, also auch da generell der Ansatz von die Logik von dem Inhalt zu trennen, ist natürlich sinnvoll beim Programmieren. Das heißt, ich habe einmal diese bei Ansible diese Playbooks, die in YAML geschrieben sind, in denen definiere ich halt Name, wie das Playbook heißt, Host, auf welche Host ich zugreifen will und welche Tasks im Endeffekt nachher durchgeführt werden soll. Möchte ich nur was an Informationen holen, möchte ich was konfigurieren, all diese Informationen lassen sich halt da schon mal definieren. Also da definiere ich, was ich
machen möchte im Endeffekt. Um es zu installieren im Ansible-Server ist sehr einfach, also Ansible Galaxy Install Juniper.Junos, das war's. Danach stehen die Libraries, die wir speziell zur Verfügung stellen, auch zur Verfügung im Ansible. Jinja 2 ist eine Template-Sprache, kommt so ein bisschen von Django, ist nutzbar mit allen möglichen textbasierten Files, kann sehr leicht vorschleifen, iterieren. Ich meine, viele von euch aus der Historie haben wahrscheinlich mit M4-Makros, Make, Gnu und all diesen Toolsets schon gearbeitet und sich da ihre, sagen wir mal, ihr Toolset selber gebaut. Ist auch mit Sicherheit gut und richtig und funktioniert ja auch alles sehr schön, nur es ist einfach einfacher geworden. Also die Lesbarkeit und auch die Anwendbarkeit ist für Leute, die jetzt nicht einen Programmierhintergrund haben, sehr schnell erlernbar. Das ist eigentlich der Grund, warum ich ein bisschen stärker auf diese Sachen eingehe und nicht auf das, was schon immer da war oder auch viele von euch schon verwenden. Vielleicht ist es auch ein Denkanstoß, gewisse Dinge, so wie man sie früher gemacht hat, einfach ein bisschen anders heute aufzuziehen. Kommen wir zu den Beispielen. So, als erstes habe ich mal ein Beispiel ausgesucht. Da geht es darum, dass ich auf dem Router halt prüfe, ich habe es eben schon gesagt, ob die MTU-Size halt richtig gesetzt ist. Ich habe hier ein Backbone-Interface, ein Core-Interface. Da ist die MTU auf 1900 gesetzt. Beim Committen kriege ich halt eine Warning ausgegeben. MTU in Backbone Interface ist not set zu 2000, sondern zu 19.000. Er führt den Commit zwar aus, habe aber die Warning, dass ich gleich sehe, okay, irgendwas ist noch falsch und wird nicht funktionieren. Das Commit-Skript, das dahinter steckt, ist relativ trivial. Im Endeffekt ist das meiste einfach, den Output zu parsen. Ich matche halt, mache eine Vorschleife für alle Interface, matche auf eine Description. Das heißt, natürlich muss in der Description irgendwie der Hinweis sein, dass es sich dabei unter einem Core oder was auch immer Backbone-Interface handelt und matche dann auf den Wert MTU und wenn der nicht gleich 2000 ist, dann gibt es halt die Warnung. Und ja, ist recht einfach, das kann jeder auf seinen Juniper-Geräten relativ einfach umsetzen und dieses Skript ist auch ein Beispielskript, das steht auch bei uns direkt auf GitHub zur Verfügung und es schadet, denke ich, nicht solche paar Sachen zu haben. Andere Idee eben wäre, RPF-Checks über solche Skripte abzufangen, dass ich halt sicher bin, dass ich in meinem Access kein Spoofing erlaube, so ohne weiteres, einfach nur zu prüfen. Oft ist es ja nicht böser Wille, es zu vergessen, aber im Endeffekt ist es doch gut, wenn irgendwas noch daran erinnert, dass da doch noch was fehlen könnte oder nicht richtig ist. Das soll es auch für Slacks schon sein. Da nochmal, wie gesagt, erwähnt, Slacks wird es parallel immer weiter geben, aber Python direkt kommt halt auf die Box, sodass ich zukünftig auch diese Art von Skripte, Commit, Op und Event-Skripte in Python programmieren kann, für alle, die Python mögen. Wir hatten das Ansible Playbook schon angesprochen, hier habe ich mal ein Beispiel, wie sieht eigentlich so ein Ansible Playbook aus. Im Endeffekt macht dieses Playbook Folgendes, als erstes guckt es, ob es erreichbar ist, der Host erreichbar ist, mit einem Timeout, als zweites prüft es über das Install OS, das ist halt ein Link auf ein anderes YAML-File. YAML-Files erkennen wir daran, starten mit drei Dashes. Ansible ist, glaube ich, ein bisschen oder sehr tolerant, wenn die drei Dashes mal fehlen, wird es trotzdem nicht verweigern, die Arbeit verweigern. Rattert dann durch, würde dann das passende OS installieren und würde danach, wenn das passende OS drauf ist, das System nochmal gebootet wurde, dann automatisch die passende Config für dieses spezielle Gerät auf die Maschine draufbringen. Das heißt, ich muss nicht händisch irgendwie im Serverraum hocken und das alles händisch machen. Ansible funktioniert auch mit Konsolenserver. Das heißt, ich kann auch nicht nur per Netconf oder so drauf zugreifen, sondern es gibt auch ein Modul, dass ich per Konsole auf die Geräte kann, wenn ich halt einen entsprechenden Hardware noch finde, die serielle Konsolen hat, außer einen Konsolenserver zu investieren, kann ich das natürlich auch damit machen. Wie sieht das Install-File aus als Beispiel? Das ist jetzt das entsprechende YAML-File für die Installierung des Betriebssystems. Da sehen wir eben, der Name, also einfach ein entsprechender Name. Hosts all, das definiere ich halt in den Inventaries, welche Hosts ich habe. Da kann ich halt auch gruppieren, da kann ich sagen Host Router, Host Switches. Also beliebig freie Wahl, wie ich da Gruppierungen durchführe. Und dann könnte ich das natürlich auch nur für die entsprechenden Switches machen. Die Task, das ist jetzt wieder was Spezielles, was wir als Modul reingebracht haben, dieses Junos Install OS funktioniert natürlich nur dann, wenn ich vorher im Ansible Galaxy auch Junos.Junos oder Juniper.Junos installiert habe. Das wird ohne dem nicht funktionieren. Ja, im Endeffekt, denke ich, ist das klar.
geht über den Standard Netconf-Port, wird der Zugriff gemacht, TCP 830 ist der Kommunikationsweg, bringt das Junos drauf, prüft, ob alles gut ist, restartet es und dann würde es im Playbook 1 weitergehen. So, kommen wir mal zu einem etwas anderen Output, etwas komplizierter. Jetzt habe ich hier oben drei Router. Das sind jetzt alles Screenshots, weil ich nicht wusste, ob das hier mit Live-Demo eine gute Sache ist. Deswegen habe ich jetzt mehrere Screenshots gemacht. Hier nochmal ein Jinja 2-Template. Wir hatten eben schon Jinja 2 angesprochen. Das sieht erstmal aus wie normales Junos konfiguriert. Ist es im Endeffekt auch. Das funktioniert dann natürlich auch mit anderen Languages von anderen Herstellern. Die kann man da halt so reinpasten, also im Curly Brace-Format, so wie es hier ist. Oder natürlich im Set-Format oder was man auch, XML, was man gerne möchte. Variablen habe ich quasi mit diesen geschweiften Klammern, innerhalb der geschweiften Klammern sichtbar. Und ich habe auch sowas wie Loops, das haben wir eben auch gesehen, dass ich im Endeffekt über eine Schleife, eine Vorschleife, mehrere Neighbors hinzufügen kann. Passend dazu habe ich dann sozusagen das YAML-File, in dem ich die Variablen mit Werten belege. Listen werden erzeugt, indem ich die mit dem Strich davor starte. Das heißt, hier habe ich drei Einträge. Das ist, die Variable ist genau einmal belegt. Die ist eine Liste im Endeffekt. Die kann ich dann mergen mit einem einfachen Python-Skript und dann kommt da diese Config beispielsweise bei raus. Das als sehr einfaches Beispiel. Jetzt das Ganze mal, wenn ich über eine Python-Shell und Netconf drauf zugreifen muss, einfach mal nur, dass ihr seht, dass es auch wirklich sehr einfach funktioniert. Das sind wieder meine drei Router. Da habe ich halt eine Monitor-Session drauf auf Interactive Commands. Ich importiere wieder meine Library vom Junos in Python, die natürlich verfügbar sein muss. Definiere meinen Host, das ist R1, das ist der hier, auf den ich zugreife. Benutzername, Passwort. Ich kann natürlich auch mit SSH-Keys arbeiten, also das ist jetzt einfach nur nicht das als Referenzbeispiel nehmen, sondern als Funktionsbeispiel nehmen. Öffne den Kanal, dann sagt er mir auch, okay, bin offen zu diesem dev get facts, lasse ich mir nur mit Version die Version ausgeben und sehe, da läuft halt Junos 12.1.8x47 drauf und sehe natürlich hier auch, dass die Session vom User Ansible geöffnet wurde und dann den entsprechenden RPC-Call. Ihr seht, also da nutzen wir auch wirklich über die Schnittstelle XML RPC-Calls. Jetzt geht es noch weiter. Ich importiere jetzt als Beispiel, wie kriege ich jetzt beispielsweise so ein YAML-File oder so in die Config reingepastet, ohne da über Umwege zu gehen, weil das kann ich, im Endeffekt muss ich jetzt ja die Bausteine, YAML-File, Playbook etc., wenn ich jetzt nicht Ansible habe, also das ist jetzt Ansible ohne, irgendwie auf die Maschine bringen, also wenn ich sowas alles selber skripten möchte, importiere ich erstmal das Modul YAML, sage ihm, er soll das data-vars-YAML-File laden, das ist dieses hier, wo die Variablen denn definiert sind. Damit ich es ausgeben kann aus dem Desktop, muss ich halt eben kurz die Funktion pprint importieren und wenn ich mir das angucke, ist es unter Python, die Leute, die sich damit beschäftigen, normales ja, Dictionary nennt sich das da, Dictionary-Eintrag als Typ der Variable. Somit habe ich schon mal meine Variablen geladen, jetzt fehlt ja noch der Baustein, wie kriege ich jetzt noch mein Jinja 2-Template damit verknüpft. Das ist quasi der nächste Schritt, dazu muss ich ein weiteres Modul von uns importieren, das heißt config, definieren und im Endeffekt mit dem devcfg-load-Befehl lade ich dann hier, da seht ihr den Namen des Templates, verknüpft das mit den Variablen und dann muss ich ihm noch sagen, was für ein Format haben denn diese Werte, die ich da reinlade. Das kann natürlich, ich habe es eben schon gesagt, Textformat sein, das kann aber auch Set sein, das kann XML sein, das sind glaube ich die drei zulässigen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch mit help dev cfg, cfg load gucken, was da alles möglich ist. Also so einfach habe ich jetzt erstmal schon die Config geladen und auch hier sehen wir, load configuration extend replace, dass da sich irgendwas auf dem Router dann gleich getan hat. Und wer unsere Systeme kennt, weiß, die Config ist noch nicht gleich aktiv, da müsste man jetzt noch committen und das machen wir einen Schritt vorher. Wir können natürlich nochmal gucken, was ist diff, also in der Funktion pdiff, kann ich mir jetzt genau wie rollback compare ausgeben lassen, was hat sich denn eigentlich in der Konfiguration geändert. Das kann ich, wie gesagt, auch alles remote nutzen, das muss ich halt nicht auf der Box machen und schaue mir nochmal die Veränderung an, was da genau hinzugekommen ist. Nachdem ich das für gut befunden habe, kann ich jetzt noch ein Commit-Check machen, bekomme da ein Boolean zurückgeliefert, das heißt true, true ist gut. True heißt, das ist der Commit-Check hat quasi keinen Fehler gegeben und dann habe ich mit dem devcfg-commit-Befehl die Config auch wirklich aktiviert.
gucken wir uns das an. Ah, das ist noch ein Beispiel, wie eine Help-Ausgabe aussehen kann. Und hier oben habe ich jetzt einfach mal Show Configuration Protocols BGP. Da hat er mir im Endeffekt genau die Konfigurationsparameter, die ich gerade über mein Skript draufgebracht habe, per NetConf und XML-RPC-Calls in die Config übernommen. Auf den anderen ist eben nichts dazu gekommen. Sieht man auch da sehr schön. So, jetzt kommen wir nochmal Ansible. Das ist jetzt der Framework. Wenn ich das Ganze halt nicht selber programmieren will, sondern ein bisschen mit Ansible arbeiten möchte, habe ich ja eben schon gesagt, da habe ich diese Ansible Playbooks. Und jetzt habe ich hier als Beispiel genommen, ich möchte halt von allen drei Routern gleichzeitig die Information, welches Betriebssystem draufläuft und welche Seriennummer die Maschine hat. Dazu muss ich ein Playbook erstellen. Das ist dieses hier. Wieder ein YAML-File, die drei Striche, Name, Fax, NetConf. Hosts sind da Router, da steht jetzt mal was anderes, also bei mir waren sie dann als Router klassifiziert. Login-Credentials kann ich halt, dass sie wie hier direkt prompten, also mit Variablen aufprompten lassen, dass ich es nicht als Klartext hier reinschreiben muss, aber auch da der Hinweis, SSH-Keys funktionieren, ja. Man muss es nicht mit Text-Passwörtern irgendwie reinnehmen, und, aber ihr seht, auch das funktioniert, Ansible als User eingegeben, Passwort eingegeben. Und im Endeffekt holt er sich dann die Versionsnummer und Seriennummer, und das bei allen drei Routern, weil in der Kategorie Router im Inventory steht, da steht R01, R02, R03. Grün ist eine gute Farbe. Grün sagt, hat alles funktioniert. Und da sehen wir auch hier die drei Zugriffe. Auch da, das ist keine sequentielle Abarbeitung. Wir sehen, die sind relativ parallel. Also auch da, was Performance angeht, wenn ich jetzt mal etwas größere Netze habe, ist das schon eine nicht so schlecht durchdachte Angelegenheit, sich da mal mit zu beschäftigen. Jetzt das Ganze, was wir eben als BGP-Config gemacht haben, mal als Ansible-Playbook. Dazu brauche ich dann halt wieder mein Ansible-BGP-Config-Playbook, das YAML-File. Ich brauche meine Variablen, die ich zuweise, BGP-Data für R0, klar, das ist jetzt hier nicht mehr sichtbar. Und ich brauche mein Jinja 2-Template. Das sind die Dinge im Endeffekt, die ich brauche. Hier sieht man es jetzt auch nicht, da habe ich natürlich, da lade ich auch im Endeffekt unter dem Create Junos Config, würde man hier sehen, Source, das ist das Jinja Template, und das würde natürlich verknüpft werden mit den Variablen, die gefüllt werden müssen, und über Junos Install Config mit dem Zugriff dann auf das Config-File, was ich dann lokal erst generiert habe, also das generiert mir wirklich ein lokales Config-File, R01.conf habe ich es genannt, und hier wird es im Endeffekt aufgerufen, das heißt, ob ich jetzt Jinja 2 plus YAML plus Python verwende, um meine Configs zu generieren, oder irgendwelche M4-Makros, Make, GNU, was auch immer, oder Perl standardmäßig, all die Möglichkeiten habe ich, kann ich natürlich trotzdem kombinieren, auch mit Ansible, um die Config zumindest auf die Box zu kriegen. Auch hier sehen wir, grün ist eine gute Farbe, Recap, und wir haben natürlich einen Change, also die Config hat sich gechanged. Wenn wir jetzt hier Show Protocols BGP machen, sehen wir, dass auch die Config, die ich hier drin hatte, im Endeffekt auf die Box gekommen ist, ohne dass ich mich einmal einloggen musste auf die CLI, sondern habe halt alles per API benutzt. Key Takeaways im Endeffekt, ja. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich einfach Gedanken macht, Dinge, die man automatisieren kann, zu automatisieren, und zwar nicht nur einzelne Tasks, sondern auch vielleicht komplette Workflows, dass man halt sich überlegt, nicht immer, oh, ich möchte per CLI, Debugging und so, ist CLI immer noch gut, ohne Frage, und die wird es auch lange geben, und das ist auch gut so, aber zum Deployen oder auch Auditieren von Config oder auch, sagen wir mal, in hochskalierenden, wenn ich halt, ja, Campus, Data Center sind halt bessere Beispiele als, sagen wir mal, Access, wo ich solche Sachen nicht zwingend in der Masse vorfinde, wo ich halt keine 1000 Switch auf einmal deployen muss, sondern, ja, ich meine, wie hoch ist die Fluktuation, wie viele Router kauft man auf einmal? Leider nicht so viele, könnten mehr sein. ja, aber im Endeffekt geht's. Preise sind verhandelbar, oder? ich mach die nicht. Das muss ich sagen, ja. Ja, ich meine, irgendwie ist schon richtig. Wichtig ist, dass man im Betriebssystem meiner Meinung nach zur Verfügung stellt, wo man halt die APIs hat und es nicht so als Add-on rangeflanscht wird. Also man sieht, gerade API-Calls sind halt mit Junos schon sehr stark verflechtet, und deswegen sind wir auch, was unsere Produkte, wo Junos draufläuft, nicht schlecht ausgestellt, in solchen Frameworks eingesetzt zu werden, ohne dass man das Rad neu erfinden muss und euch die Arbeit im Endeffekt dann einfach ein bisschen einfacher macht, wenn ihr Hardware deployed oder irgendwas anderes mit den Geräten machen wollt. Jetzt habe ich 35 Minuten gesprochen, wir waren eh vor der Zeit.
Deswegen denke ich, haben wir durchaus Zeit für Fragen oder ansonsten wäre ich erstmal durch mit meinem Vortrag.